Die Feldgendarmerie. Die Feldgendarmerie war eine militarisierte Polizeitruppe, die für die Aufrechterhaltung von Disziplin und Ordnung innerhalb der deutschen Streitkräfte zuständig war. Sie überwachte auch die Einhaltung von Befehlen und Gesetzen an der Front und im Hinterland. Das Widerstandsnest. Ein Widerstandsnest war eine befestigte Verteidigungsposition, die von deutschen Truppen zur Abwehr feindlicher Angriffe eingerichtet wurde. Sie bestand aus Unterständen, Schützengräben und anderen Hindernissen. Die Feldpost. Feldpost bezeichnete das Postsystem, das es Soldaten ermöglichte, Briefe und Pakete von der Front zu ihren Familien und Angehörigen nach Hause zu senden. Die Feldpost war eine wichtige Verbindung zwischen den Soldaten und der Heimat. Die Kriegswirtschaft. Die Kriegswirtschaft war das Wirtschaftssystem, das von Deutschland während des Zweiten Weltkriegs zur Mobilisierung von Ressourcen und zur Unterstützung der Kriegsanstrengungen eingesetzt wurde. Sie umfasste die Umstellung der Industrieproduktion auf Kriegsproduktion und die Rationierung von Lebensmitteln und Materialien. Der Gefechtsturm. Ein Gefechtsturm war ein massiver Bunker oder Turm, der in deutschen Städten zur Luftverteidigung und als Schutzraum für Zivilisten während Luftangriffen errichtet wurde. Sie waren oft mit Flugabwehrgeschützen und Luftschutzeinrichtungen ausgestattet. Die Siegfriedlinie. Die Siegfriedlinie, auch Westwall genannt, war ein Verteidigungssystem aus Bunkern, Panzersperren und anderen Befestigungen, das entlang der deutschen Westgrenze errichtet wurde. Sie sollte Deutschland vor einer alliierten Invasion schützen, wurde aber 1944 von den Alliierten durchbrochen. Die Brandenburger. Die Brandenburger waren eine Spezialeinheit der deutschen Wehrmacht, die für verdeckte Operationen hinter feindlichen Linien eingesetzt wurde. Sie führten Sabotageaktionen, Spionage und andere geheime Einsätze durch. Die leichte Division. Eine leichte Division war eine mobile Infanteriedivision der deutschen Wehrmacht, die für schnelle Angriffe und Bewegungen auf dem Schlachtfeld konzipiert war. Sie bestand aus Infanterieeinheiten, Unterstützungstruppen und Aufklärungseinheiten. Die Zivilverteidigung. Die Zivilverteidigung war die Organisation und Planung von Schutzmaßnahmen für die Zivilbevölkerung während Luftangriffen und anderen Gefahren des Krieges. Dazu gehörten Luftschutzbunker, Evakuierungspläne und Warnsysteme. Die Gebirgsjäger. Die Gebirgsjäger waren spezialisierte Gebirgstruppen der deutschen Wehrmacht, die für den Kampf in schwierigem Gelände und unter extremen Wetterbedingungen ausgebildet waren. Sie waren oft in den Alpen und anderen Gebirgsregionen im Einsatz.